Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, ihr Lieben, das Ganze ist wie immer im Livestream wieder aufgenommen, erspielt worden, der Spielstand. Und wenn ihr auch Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Unten in der Videobeschreibung ist mein Link zum Twitch-Kanal. Und wir waren ja dabei, gerade die Kammer des Schreckens, ja, wie sagt man, hinunterzusteigen. Machen jetzt hier draußen einen zweiten Part und wir schauen mal, ob wir das in dieser Folge schaffen, bis wir unten sind. Auf geht's! Das ist ein Speicherpunkt, sehr gut. Was muss ich hier machen? Ahne Böses. Alter. Da runter. Da kommt doch 100% gleich ein Stein runter, wetten? Was für ein Wunder. Sehr gut. Da ist schon mal eine Spinne. Nee, Schlange, so rum, Schlange. Spinne, genau. Mhm. Morgen Abrox. Irgendwas tun? Aber da unten doch, da gibt's noch was. Frage ist, machen wir erstmal so. Ja. Gewitter. Hoppala. So. Das sieht ganz stark danach aus. Aua. Aua. Frage, die ich mich stelle. Mal eine Sekunde. Wo haben wir es denn? Aktionszauber wechseln. Schubsen fangen. Jenny. Jenny, bitte wach auf. Sie wird nicht aufwachen. Tom Riddle. Sie lebt noch. Gerade noch. Die kleine Ginny hat Monat für Monat in mein altes Tagebuch geschrieben und mir ihr Herz ausgeschüttet. Dann machst du sowas. Stärker und stärker, bis ich mächtig genug war, um ihr ein wenig von meiner Seele einzuflößen. Was meinst du damit? Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Genau wie
wie ich vor langer Zeit. Noch bevor ich zu Lord Voldemort wurde. Nein. Doch, der bin ich, Harry. Ginny hat mir alles über dich erzählt. Ich fürchte, mit deinen jämmerlichen Zaubertricks kannst du dem größten Zaubermeister aller Zeiten nichts anhaben. Der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Dumbledore ist weg. Und nun werde ich dir eine Lektion erteilen. Nein, hör auf, das will ich nicht. Die Kräfte von Tom Riddle, dem Erben von Slytherin, mit denen des berühmten Harry Potter. Euer Phönix. Was ist ein Phönix? Fox! Ein Schwert von Dumbledore. Er war ja zweifelsfrei zu feige, selber zu kommen. Naja, es wird dir auch nicht weiterhelfen, Potter. Sprich zu mir, Slytherin! Größter der vier von Hogwarts! Uah. Nein, tu's nicht. Nein! Du kannst den Jungen immer noch riechen! Du kannst ihn immer noch töten! Töte ihn jetzt! Den nicht töten, bitte, hör auf! Treffe ich den denn? Weiß nicht, wie ich ihn treffe. Aha. Ja. Bin gleich tot. Jo, Scheiße. Hallo Schmidt, ich grüß dich. Töte den Jungen! Sieht nicht so gut aus für mich gerade aktuell, leider.
no. Oh. Ja, wieder auf. Ey, das ist dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Der steht ja immer noch. Harry, ich wollte es dir sagen, ich war es, Harry, aber ich schwöre, ich wollte es nicht. Riddle hat mich dazu gebracht. Es ist alles gut. Riddle ist erledigt. Komm, Ginny, verschwinden wir von hier. Hallo, Harry. Professor Dumbledore, ich dachte, Sie wären beurlaubt. Lucius Malfoy hat allen Schulräten angedroht, sie zu verfluchen, wenn sie mich nicht entlassen. Aber sie haben sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Jetzt, wo der Erbe verschwunden ist und der Basilisk zerstört wurde, glauben sie auch, dass Hagrid unschuldig ist. Er wird schon bald wieder in seiner Hütte sein. Ja, schön. Was ist mit Lucius Malfoy? Wird er weiterhin Ärger machen? Das bezweifle ich. Er war es wohl, der Ginny das Tagebuch untergejubelt hat. Wenn er noch einmal so etwas versucht, kann er damit rechnen, dass er das Zaubereiministerium am Hals hat. Stimmt, im Bücherladen. Professor Lockhart, ich befürchte, er hat sein Gedächtnis verloren. Oh nein. Worüber will er denn jetzt bloß nachdenken, wenn er nicht mehr über sich selber nachdenken kann? Aber setzen Sie bloß nicht Professor Snape für ihn ein. Er ist einfach zu... gut, als Zaubertranklehrer. Ihr habt alle Großartiges geleistet. Das war sicherlich eine schreckliche Erfahrung. Allerdings, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so viel Zeit in einer Mädchentoilette verbringen würde. Versteinert zu sein ist wirklich grauenhaft. Aber ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich werde all meine Erfahrungen aufschreiben. Vielleicht bekomme ich dafür eine gute Note. Wenn man Freunde hat, die einem helfen, schafft man einfach alles. So sieht's aus. Es auch sein mag. Denn du hast Obwohl, falsche Freunde. Eine Sache die hätte nur ich beinahe trotzdem nicht überlebt. Als Goyle rumzulaufen, war wirklich nah an der Schmerzgrenze. Unten findet eine Feier für euch statt. Auf was sollen wir als erstes anstoßen? Auf Freundschaft, Loyalität und Mut. So aber sieht's vor aus. Allem auf die Freundschaft. Den Rest des Schuljahrs strahlte die Sonne vom Himmel herab. In Hogwarts war wieder Normalität eingekehrt. Bis auf ein paar kleine Unterschiede. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde gestrichen und Lucius Malfoy wurde aus dem Schulbeirat entlassen. Draco führte sich nicht mehr länger so auf, als gehöre ihm die ganze Schule. Er sah jedoch sehr verärgert und beleidigt aus. Ginny Weasley erholte sich schnell wieder von der ganzen Geschichte. Das ist unser letzter Tag in Hogwarts.
Das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist die Hauspunkteauswertung in der großen Halle. Wenn du noch irgendetwas anstellen möchtest, solltest du das besser tun, bevor du zur Hauspunkteauswertung gehst. Ja, aber wenn wir dann durch sind. Tatsächlich. Schafft, Leute. Gehen noch mal raus, lösen unsere Punkte noch ein, denn wir holen uns die großen Wesen noch. Ich hoffe, das geht jetzt noch, aber ich denke schon. Jawohl, die sind da. Hey Harry, Lust auf ein Geschäft? Oh, klar. Was verkaufst du denn? Ich habe ein Nimbus 2001. Das beste Fabrikat, das derzeit im Handel erhältlich ist. Du bist wirklich ein kritischer Kunde, Harry. Tut mir leid, Junge, aber mein Lager ist leer. Komm später noch einmal vorbei. So. Wesen haben wir. Was verkaufst du denn? Ich habe eine Quidditch-Ausrüstung der Chudley Cannons. Nehmen wir auch, oder? Warum denn jetzt nicht? Ich bin mir sicher, dass du mit deiner Wahl zufrieden sein wirst, Harry. Tut mir leid, Harry, ich kann dir momentan nichts anbieten. So, das heißt, wir haben unseren Besen und wir haben die Quidditch-Ausrüstung. Wie konnte ich nur vergessen, wie man zum Quidditch-Platz kommt? Ja. Sollen wir nochmal ein Spiel machen? Ein wunderbarer Tag für ein Quidditch-Spiel! Machen wir noch ein Quidditch-Spiel? Die bereits viele Jahre währenden Quidditch-Rivalitäten in Hogwarts sind wirklich etwas ganz Besonderes. Regen oder Sonne, Tag oder Nacht, Vorklumps auf dem Spielfeld oder Gule auf den Tribünen. Nichts und niemand kann die Leute von einem Quidditch-Spiel fernhalten. Der Platz ist vorbereitet, die Quaffel sind poliert, die Klatscher brummen. Das Spiel kann beginnen. Jawohl. Der Schnatz ist im Spiel. Papa hat den Schnatz gesehen. Hufflepuff hat sich den Quaffel geschnappt. Hau ab, du Arsch, Schweiner. Geh weg, Smeiner! Verabschiedet sich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja, was hat das jetzt gebracht? Das sind Punkte. Also? Können wir gleich noch machen. Oder auch nicht. Wir gehen jetzt erstmal. Ich glaube, wir gehen jetzt tatsächlich. Das ist ja alles Bonusinhalt. Ich glaube, an sich haben wir jetzt ja durch. Tatsächlich. Hier ist die Eingangshalle. Ja, das ist mir klar. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden, ne? Ich wollte Duelle machen, aber es geht irgendwie nicht. Hallöchen, Vanilla. Gehen wir mal zur Verkündung. Bitte alle mal herhören. Der Schulleiter möchte etwas sagen. Ruhe! Noch kann ich euch Hauspunkte abziehen. Mit der Hauspunkteauswertung endet ein aufregendes Schuljahr. Ich möchte keine großen Reden schwingen, sondern gleich mit der Verleihung des Hauspokals beginnen.
Meinst du, wir haben dieses Jahr wieder gewonnen? Nachdem ihr, Harry und du, Hogwarts gerettet habt, dürfte das ja eigentlich keine Frage sein. Vierter ist Ravenclaw. Naja, Vierter hört sich immerhin noch besser an als Letzter. Dritter ist Hufflepuff. Danke, wir sind mit dem dritten Platz ganz zufrieden. Und der Zweitplatzierte ist... Ich spiele auf dem ihr PC. Ihr seid Zweiter Gryffindors. Nee. Ihr seid von Natur aus nur zweite Wahl. Boah, dieses Alter. Jahr werdet ihr uns nicht den Hauspokal vor der Nase wegschnappen. Knapp der Disqualifikation entgangen. Slytherin. Was? Das heißt? Der erste Platz und damit der Hauspokal geht an Gryffindor. Ja, wir haben es wieder geschafft. Ihr Lieben, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns zum nächsten Teil. Harry Potter und die Gefangene von Azkaban. Da werden wir dann wieder ansetzen. Also da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.